Die Aktienmärkte in den USA scheinen unsinkbar. So eine Headline von CNN, nachdem S&P 500 und Nasdaq und so weiter neue Allzeithochs erreicht haben, in 16 der letzten 18 Wochen positiv waren. Das gab es zuletzt vor mehr als 50 Jahren. Also wir sehen, da ist sozusagen null Risiko mehr eingepreist. Die Märkte ignorieren die schwindenden Aussichten auf sinkende Zinsen, denn sie haben ja KI. Sie haben ja Nvidia und Co. Das wird alles retten. Wir sehen Euphorie in Bitcoin, Euphorie, Liquiditätspartys offenkundig, und da soll die Fed die Zinsen senken. Wir wollen uns im Vorfeld eines Auftritts von Jerome Powell vor dem US-Senat, die Anhörung, die am Mittwoch und Donnerstag stattfinden wird, mit dem Fed-Chef und den US-Arbeitsmarktdaten am Freitag die aktuelle Lage mal anschauen. Hier sehen wir diese Headline unten. Nasdaq appears to unsinkable. Rechts sehen wir dieses Cover von The Economist. Wie hoch können die Bullen fliegen? Hier hat Bank of America jetzt ein Kursziel angehoben beim S&P 500 auf 5400 Punkte, weil die Margen sich gut gehalten hätten, trotz Zinsschwankungen und Inflation. Areas of Euphoria, a thematic and secular AI und so weiter. Also die säkulare Euphorie. Aber wie ist das mit unsinkbaren Schiffen? Die sinken gelegentlich, so wie einst bei der Titanic. Aber hier sehen wir nochmal, 16 der letzten 18 Wochen ging es nach oben. Zuletzt war das zu beobachten 1971. Und hier sehen wir mal diese 4-Monats-Rallye. Ja, beginnend mit November, 27. Oktober, war das Tief. Seitdem ging es immer nur nach oben. Wir sehen unten in diesem Chart den Economic Surprise Index, der jetzt wieder schwächer wird. Wir hatten eher schwache ISM-Daten jetzt gehabt aus dem Gewerbe zuletzt. Also wir sehen eine gewisse Schwächung der Wirtschaft, und hier sehen wir mal den S&P 500 und die Zinssenkungserwartungen, die nach wie vor deutlich zurückgekommen sind, auch wenn wir einen kleinen Rebound jetzt gesehen haben zuletzt. Aber es scheint diesem Markt nicht mehr um Zinssenkungen zu gehen. Aber um was dann? Denn Zinsen sind der Preis für Geld. Liquidität ist das große Thema an den Aktienmärkten, aber nicht nur. Wir sehen Bitcoin, diesen Rush, Krypto insgesamt, diesen Rush, das geht ja nur mit Liquidität, eigentlich nur mit billiger Liquidität. Und jetzt also soll diese Liquidität noch billiger werden. Wir sehen die Euphorie an den Märkten auch im Put-Call-Ratio. Das ist zwar nicht auf absoluten Tiefs, aber schon sehr, sehr niedrig. Das heißt, wir haben wenig Puts, wenig Bedürfnis nach Absicherung. Normalerweise passiert so etwas nicht unbedingt am Start von Bullenmärkten. Und interessant in diesem Zusammenhang ist vielleicht auch die Apple-Aktie, die an extrem wichtigen Punkten ist. Jetzt hat ja Goldman Sachs die Aktie rausgenommen von ihrer Conviction List. Also Apple gerät so ein bisschen außer Mode. Man hat schlichtweg zu wenig KI und zu wenig KI gesagt vor allem. Ja, man muss ja oft genug auch KI sagen, meine Damen und Herren, sonst wird es vergessen gelegentlich. Und ja, klar. Ja, also Apple hat eigentlich derzeit nicht so wahnsinnig viele Dinge zu bieten, die wirklich sexy sind. Apple ja ein Schwergewicht. Normalerweise hat man immer gesagt, wie Apple geht, geht der Nasdaq. Jetzt haben wir praktisch eine neue Apple. Das ist Nvidia und Co. Wir haben jetzt in dieser Woche eben wichtige Daten. Morgen zum Beispiel ISM-Index Dienstleistung, dann der Auftritt von Paul. Am Mittwoch ebenso, am Mittwoch die Jolts und dann am Freitag der Jobs Report. 6 Fed-Speaker werden auftreten in dieser Woche und sich zu den Dingen äußern, nachdem die faktische Auflockerung der Geldpolitik durch die Aufweichung der Financial Conditions mehr oder weniger in einer Art virtuellen Zinssenkung gemündet ist. Also es ist so, dass diese Financial Conditions faktisch die Bedingungen so geändert haben, als würde die Fed die Zinsen um 1% inzwischen gesenkt haben. Und so kommt der ein oder andere, wie ich schon am Freitag gezeigt hatte, wie Thorsten Swock von Apollo, ehemaliger Deutschbanker, und sagt, naja, vielleicht werden wir gar keine Zinssenkungen mehr sehen. Inzwischen schwanken die Märkte so zwischen Juni und Juli. Noch bis vor kurzem war 100% klar, März wird die erste Zinssenkung passieren, dann auf jeden Fall im Mai, dann vielleicht doch nicht im Mai, vielleicht im Juni. Jetzt steht das so ein bisschen auf der Kippe zwischen Juni und Juli. Allerdings dürfte die Fed ihre Probleme haben, zu nah an die US-Wahlen ranzukommen. Da will man sich eigentlich raushalten. Aber wir sehen hier,
Die Inflation tendiert im kurzen Zeitfenster wieder nach oben. Da sehen wir dann auch bei den zweijährigen Break-Evens, also die Märkte, die die Inflationserwartungen einpreisen. Hier sehen wir, dass es da weiter nach oben geht. Und die Core-PCE-Daten, die ja gefeiert wurden in der letzten Woche, weil die angeblich so toll waren, da sehen wir, dass eben hier die annualisierte Rate bei 5,1% liegt auf einen Monat. Also wir sehen hier, wie Jason Furman sagt, doch wieder eine gewisse Dynamisierung nach oben. Das ist nicht das, was man sich vor einem Monat noch erwartet und erhofft hätte, so Jason Furman. Aber trotzdem die Aussicht auf sinkende Zinsen schwindet, sehen wir zum Beispiel den Nikkei, der jetzt die 40.000er Marke überboten hat heute Nacht. Der DAX ja auch auf Allzeithoch, beides in Ländern, nämlich Deutschland und Japan, wo die Rezession eingekehrt ist, also schwache Wirtschaft, starke Aktienmärkte. Insgesamt sehen wir jetzt im asiatischen Handel auch TSMC mit einem neuen Rekordhoch on AI-Optimism, hier TSMC wahrscheinlich auch die werthaltigste aller Firmen, denn wenn TSMC nicht mehr wäre, dann könnte auch Nvidia seine Chips nicht produzieren lassen, weil man die ja nur designt, nicht produziert. Wir sehen hier mal das Price-to-Earnings-Ratio, also Marktkapitalisierung zu Gewinnen bei Nvidia 69, noch mehr als bei Amazon. Wir sehen Price-to-Sales-Ratio 34, mehr als doppelt so viel wie bei Microsoft. Also wir sehen, Nvidia ist nicht gerade billig, möchte ich mal vermuten, selbst wenn man noch gewisse Steigerungen einberechnet, die, glaube ich, aber immer schwieriger werden. Und wir haben dann eben als Zeichen auch dieser Euphorie Bitcoin nach Genehmigung der ETFs sind wir jetzt, haben wir das Niveau von 64.000 überboten. Das ist eben aufgrund dieser Nachfrage nach diesen ETFs wohl passiert. Bitcoin wäre jetzt die achtgrößte Firma der Welt mit einer Marktkapitalisierung von 1,3 Billionen. Das zeigt also dennoch ein Stück weit, wie klein diese ganze Geschichte noch ist. Die achtgrößte Firma der Welt, das wäre in etwa so wie Meta, also wie Facebook, wenn man so will. Also wir sehen, das ist zwar natürlich jetzt ein massiver Anstieg, aber in der Summe handelt es sich noch um ein Asset, was nur so groß ist wie die achtgrößte Aktie der Welt. Wenn wir dann jetzt mal sehen, was der Aktienmarkt sonst noch auf die Beine stellt. Und apropos Aktienmarkt, hier sehen wir mal die Hedgefonds, die noch kürzlich verkauft hatten, sind jetzt wieder auf der Käuferseite. Wir sehen hier mal die Leverage dieser Hedgefonds, blau unten. Die ist sehr hoch, also man ist sozusagen gut gehebelt in der ganzen Geschichte drin. Und interessant ist, wenn wir uns mal anschauen, was kaufen die denn eigentlich? Und dann sehen wir, dass die vor allem jetzt Utilities, Industrials und Financials gekauft haben. Also nicht jetzt unbedingt noch in Tech groß eingestiegen sind. Und der Grund, warum sie vielleicht auch Industrials gekauft haben, ist, dass wir bei diesem Manufacturing Cycle sehen, dass die Dinge sich global ein bisschen erholen, auch wenn wir jetzt einen schwächeren ISM-Index-Gewerbe in den USA gesehen haben. Aber hier scheint das Schlimmste in Sachen Rezession der Industrie vorbei erstmal. Hier könnte dann allerdings auch ein neuer Preisdruck entstehen. Hier sehen wir apropos Preisdruck mal die neue Verschuldung in den USA. Dort steigen die Schulden alle 100 Tage durchschnittlich um 1 Billion Dollar. Hier wird das nochmal genau aufgeführt. Wir sind jetzt bei knapp 34,5 Billionen Dollar, was die Staatsverschuldung in den USA betrifft. Mit Konsumenten und Firmen sind wir bei knapp 100 Billionen. Also da geht es richtig nach oben. Und jetzt stellt man sich mal die Frage, naja, was würde denn erst passieren, wenn wir in einer Rezession wären? Was die USA im Gegensatz zu Deutschland und Japan ja bekanntlich nicht sind. Aber was würde dann erst passieren? Dann würde hier würden die Dinge wahrscheinlich komplett eskalieren. Und so hat jetzt am Freitag Waller von der Fed gesagt, passt mal auf, Jungs, wir wollen etwas ändern. Wir wollen nämlich eine Art QE-Reverse-Twist machen. Die Fed hat ja sehr viele Mortgage-Backed Securities in ihren Büchern, in ihrer Bilanz. Das sind hypothekenbesicherte Anleihen. Damit hat sie letztendlich auch zu einem Anstieg der Hauspreise mit indirekt beigetragen. Jetzt sagt Waller, die wollen wir eigentlich aus der Bilanz haben. Dafür könnten wir kurzlaufende US-Staatsanleihen kaufen. T-Bills, 3 Monate, 6 Monate Laufzeit.
Das würde bedeuten, dass die guten Amerikaner unter Führung von Janet Yellen neue Schulden machen, die aber nicht in Gestalt von länger laufenden Anleihen, sondern mit kurzen Anleihen. 3 Monate, 6 Monate hat den Vorteil, dass das Ganze dann, wenn die Fed hier zum Beispiel diese Anleihen kaufen würde und damit faktisch die US-Schulden finanziert, dass diese Anleihen dann schnell wieder aus der Bilanz raus sind, weil die 3 und 6 Monate Laufzeit eben dann auch schnell mal vorbei ist, anders als wenn man eben länger laufende Anleihen kauft. Das bedeutet, dass die Zinskurve sich weiter versteilen wird. Genau das haben wir jetzt am Freitag schon gesehen. Normalerweise kommt dann eine Rezession, wenn die Zinskurve sich entinvertiert. Wir sind ja stark invertiert bei der Zinskurve, das heißt, länger laufende Anleihen bringen weniger Rendite, weniger Zinsen als kürzer laufende Anleihen, was ja eigentlich keinen Sinn macht, weil je länger ich jemand Geld leihe, umso latent größer ist natürlich das Risiko. Also das ist das Interessante, die Fed scheint jetzt da die Möglichkeit geschaffen zu haben, dass die Neuverschuldung der Amerikaner direkt von der Fed gekauft werden kann, ohne dass man die Bilanzsumme vergrößert, sondern man haut andere Posten raus, nämlich diese Mortgage-Backed Securities. So hat es Waller angedeutet und das wird insgesamt ja spannend im März, denn wir sehen ja, dass hier dieses Bank-Term Funding Program am 11., also nächsten Montag ausläuft, wird also nur noch diese Woche der Fall sein, wo sich die Banken sozusagen Notfallliquidität sichern können. Wir haben am Freitag jetzt nochmal Probleme bei der New York Community Bank gesehen, die dann nachbörslich auf Junk abgestuft wird, wurde von Fitch. Wir sehen hier mal auch die Delinquency Rates bei großen und kleinen Banken, also Kreditausfälle. Hier sehen wir, dass die vor allem bei kleinen Banken sehr hoch sind. 7,8% der Kredite, das ist eine Menge Holz, oder wo zumindest nicht pünktlich bezahlt werden kann. Bei den großen Banken sind es 3%. Und jetzt haben wir in der letzten Woche auch wieder deutliche Abflüsse gesehen aus den US-Bankenkonten. Gleichzeitig Zuflüsse gesehen wieder in Geldmarktfonds. Und jetzt eben haben wir das Problem, dass dieses BTFP, dieses Bank Term Funding Program, endet am 11. März und gleichzeitig die Reverse Repo Volumina stark nach unten gehen, dieser Topf also bald leer ist, der letztendlich auch den Banken Liquidität gesichert hat. Also das wird eine spannende Geschichte, der Markt ist unsinkbar, gleichzeitig sehen wir Bankenstress, gleichzeitig sehen wir, dass die Inflation wieder nach oben geht, tendiert, gleichzeitig sehen wir, dass damit die Zinssenkungsaussicht immer geringer wird, aber der Markt ist unsinkbar. Deswegen hier mal, wo bleibt der Auslöser für eine Korrektur? Der wird kommen, was aber wird das sein? Paul am Mittwoch, die Arbeitsmarktdaten am Freitag oder keins davon, das werden wir sehen, aber hier die erste Artikelempfehlung, meine Damen und Herren, und die zweite Artikelempfehlung, die Inflation ist besiegt, was fehlt, ist nur der Glaube daran, nämlich der EZB, aber ist die Inflation wirklich besiegt? Das ist die zweite Empfehlung. Jetzt sage ich erst einmal Servus und Ciao.